Was geht ab, Freunde der Sonne, und willkommen zu einem neuen Video heute. Wir haben heute ganz schön was vor, ein fettes Projekt. Aber bevor wir das angehen, erstmal ein dickes Danke für das Feedback unter dem Jahresrückblick. Freut mich richtig, dass es so gut angekommen ist, war eine Menge Arbeit. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, poppt es jetzt hier oben auf. Und heute haben wir Folgendes vor. Ich habe von Norco hier einen schönen neuen Rahmen bekommen. In weiß-blau. Und habe mir überlegt, dass ich da mal was probiere. Dafür habe ich mir Folie gekauft und Knifeless Tape. Das ist vom Autowrappen. So ein Tape, das man abklebt und dann hat es einen Draht innen und dann schneidet es dir die Folie von alleine durch. Und ihr seht schon, die Folie hier ist schwarz, aber so holographisch chrom. Wenn keine Sonne drauf scheint, ist es einfach ein schwarzes Bike. Wenn die Sonne drauf knallt, eskaliert sie komplett. Und ich habe noch nie was gerappt. Ich habe da absolut keine Erfahrung. Mein Equipment ist ein Föhn und ein Cutter. Und mal schauen, ob das was wird. Ich habe schon mit dem Hinterbau angefangen. Ich weiß nicht, wie das jetzt auf der Kamera rüberkommt, aber das schickt auf jeden Fall schon richtig. Und das bisschen war schon 2 Tage Arbeit. Und ich habe es auch noch voll verpfuscht. Also sauber ist es nicht. Aber ich denke mir, es ist eigentlich eine ganz geile Variante. Eine Rahmenschutzfolie mit geilem neuen Aussehen zu kombinieren. Weil ich habe jetzt hier quasi kompletten Schutz, wenn ich das ganze Rad eingegrabt habe. Die Folie übrigens habe ich aus den USA bestellt. 70, 80 Euro plus 20 Euro Zoll. Habe ich ein bisschen verkalkuliert. Und ja, ich würde sagen, Timelapse, let's go. Versuchen wir mal, das ganze Ding einzupacken. Und ich wünsche euch viel Spaß. Auf geht's. Ciao. Bei solchen Stellen hier, wo so eine Biegung drin ist, wird es dann oft ein bisschen unschön. Da ist jetzt mein aktuelles Motto, ein bisschen Schwund hat es immer. Grüße an die Freeride-Schlappen. Da hilft dann auch der Phoenix mehr. Im nächsten Schritt setze ich wahllos Schnitte, weil ich keinen Plan habe, was ich hier mache. Aber hier kommt Spannung drauf und dann schneide ich da einfach rein, wo die Spannung entsteht. Heute kleines Update hier zum Rahmen. Das ist eine Scheißarbeit und irgendwie kriege ich den nicht so ganz sauber hin. Und ich habe mal die Folie nachgeguckt und die Reviews, habe ich festgestellt, sind richtig kacke. Weil die Folie ist eigentlich viel zu dick zum Wrappen, selbst für Autos, was ja viel einfacher ist. Ja, aber wir ziehen das jetzt noch durch. Weiter geht's. Was geht ab, Leute? Ich habe hier meinen Rahmen auf dem Beifahrersitz rumliegen und wir sind gerade auf dem Weg in Mission zum Sigi, zum Siegfried Zellner aka Siegfried. Kennen vielleicht einige unter euch und bei dem fahre ich jetzt kurz vorbei und wir plotten mir Sticker fürs Unterrohr aus. Ich weiß noch nicht, ob Chrom oder Weiß, aber das wird der letzte Schritt sein und dann geht es ans Zusammenbauen und ja, wir sehen uns beim Sigi wieder. Das kommt, glaube ich, sehr böse, Alter, oder? Es ist ja komplett am Limit. So? Ja. Genau, du hast da noch fest. Ja, ich ziehe es von hier entlang, oder? Ja.
Was hat der da mitten auf Vierwege? Da habe ich Stopp geklebt. Ja, da komplett profimäßig. Junge, das wird viel zu arg. So, die ersten Deckels sind drauf. Jetzt kommt hier aufs Oberrohr noch ein kleiner. Let's go, ziehen wir es ab. So, jetzt kommt hier noch das da drauf. Als Abschluss. Solle. So Freunde, da sind wir wieder. Ich hoffe, euch haben die ganzen Timelapses gefallen und ihr seid bislang noch dabei. Das Rad ist jetzt komplett eingepackt in Folie. Ich habe euch einen Monat damit verbracht, als es überhaupt keinen Bock gemacht hat und irgendwie hat das alles nicht so ganz geklappt. Ich habe dann die Folie mal auf Amazon nachgeguckt und festgestellt, dass sie genau 1 Stern von 5 in den Reviews hat. Und gerade in den Stellen, wo Rundungen sind, wird es richtig schwierig, die sauber anzukleben. Aber wir haben es jetzt durchgezogen, das Radl ist fertig und ich persönlich finde, es sieht richtig krank aus. Entweder wenn Schatten ist, ist es einfach schwarz Hochglanz, wenn Sonne drauf fällt, dann eskaliert es komplett in Regenbogenfarben und ich habe sowas noch nie gesehen in meinem Leben und würde sagen, das ist ein Work in Progress. Das heißt, schauen wir mal, ob das Ganze hält. Ich muss mal gucken. Ich habe ein bisschen Bedenken, wenn ich jetzt mit dem Hochdruckreiniger draufhalte, dass da ein bisschen Folie abgeht oder wenn ich komplett im Regen fahre den ganzen Tag, was dann passiert. Aber das schauen wir mal. Ich habe auch noch ein bisschen Folie, um Sachen zu reparieren oder zu korrigieren. Vielleicht mache ich noch ein paar Stellen schöner. Aber für jetzt reicht es erstmal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video und jetzt kommt ein dicker, fetter Bikeporn und dann geht's ab in den Sommer. Let's go, viel Spaß. Haut rein, ciao. Spending all my fucking pay. I got me some braids and I got me some hoes. Started rocking the sleeve, I can't buy with no jaws. You know how I do it, can close on my toes. Ooh. I ain't rich yet, but you know I ain't broke. So if I see it, I like it, buy that from the store. I'm with some white girls and they love them to coca. Like they OT, double OT, like I'm KD, smoking OG. And you know me, in my 2-3s and my gold tee. Bitch, you're smiling, bitch, you see me from the nosebleed. I'm the new 3 and I change out to my new D. White Ivor song. When I started ballin', I was young. You gon' think about me when I'm gone. I need that money like the ring I never won. I won. Saucin', saucin', I'm saucin' on you. I'm swaggin', I'm swaggin', I'm swaggin' on you. I'm ballin', I'm ballin', I've a song on you. Watch out, oh watch out, oh watch out, yeah. I smash out, I smash out, I smash out, yeah.